So, dann herzlich willkommen zur abendlichen Chartshow hier auf JFD Brokers. Der DAX konnte nicht mehr entscheiden, den Rebound hier einleiten. Ich hole noch mal hier das Tagessetup raus. Es sollte knapp über 9.900 Punkten, beziehungsweise als er dort stand, sollte er nochmals an den EMA 200 ranlaufen, dann einen kleinen Rücksetzer und nochmal durchstarten. Die Vorsicht Long Marke würde dann hier um 12 Uhr unterschritten. Der feste Stopp, das war dann Tagestief, hielt noch. Und jetzt ist eben alles entscheidend, was eben der DAX morgen macht. Da aber Amerika noch kurz vor Handelsschluss eher in den ja, Mini-Abverkauf bzw. Gewinnmitnahme überging, wird es morgen schwer sein. Da wird hier höchstwahrscheinlich gleich ein Verlust-Trade dann entstehen. Ein anderes Setup. Ja, hier. Verbio, wie geschrieben, sehr schön. Ich schaue mal kurz in den Tageschart rein. Ja, ab auch nach der Empfehlung ging es nochmal hier hoch und sollte jetzt über den EMA 200 im Stundenchart bis an den Widerstand im Tageschart, horizontalen Widerstand heranlaufen. Wie gesagt, finde ich sehr spannend, enges Setup, enger Stopp meine ich, ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Auch die anderen Setups kommen wir halt erstmal zu denen. Noch ein älteres hat jetzt hier fast auch in der Spitze genau. Ja gut, fehlt noch ein Stück abgearbeitet, aber allerdings auch eben mit den zwei Moves und auch sogar zeitlich dann hier die Cinco Solar. Ist jetzt erstmal nur grauer Pfeil hinterlegt, weil hier ist ein massiver Widerstand, liegt erst über 23 Dollar, sollte es hier deutlich aufwärts gehen. Daimler ist nicht aktiviert worden, da steht die Stop-Buy-Marke hier. Muss man schauen, also da ist, kann man ruhig die Stop-Buy-Marke, auch wenn es jetzt ein neues Tief gemacht hat, lassen. Trillisch ist hier ein Kauflimit weiter unten, ist noch nicht erreicht worden. Die Dialogaktie zog, nachdem ich die Analyse gebracht hat, schon an. Wird vielleicht schwierig, dass es hier das Kauflimit erreicht wird. Und bei Xing, ja, ist über hier, was heute Morgen noch als Signalgeber war, aber ich habe dann mich dann doch entschlossen, über dieser Trendlinie die Stop-Buy-Marke zu setzen, sonst wäre es jetzt hier schon aktiviert. Und ja, sollte dann weiter steigen oder kann weiter steigen und darf weiter steigen. Hier ist nochmal die Verbio. Das waren die Setups, die neu dazugekommen sind, welche. Das ist jetzt kein aktuelles, sondern nur eine Chartanalyse. Da ist die 2041 wichtig oder 4042 und die sollte eben nicht unterschritten werden. Hier darf es jetzt mit der Korrektur noch ein Stück runtergehen. Knapp, ja, 3-4 Punkte und dann könnte es noch eben hoch geben und dann noch mal runter. Dann wäre nicht mehr hier der Stopp zu setzen, sondern hier unten, weil es dann hier eine Impulsbewegung fertig wäre. Und die darf dann natürlich dann wieder deutlicher, dürfte deutlicher korrigieren, ohne dass hier das Setup zu Ende ist. Dann kann man, beziehungsweise muss man sogar den Stopp weiter nach unten platzieren, um nicht unglücklich ausgestoppt zu werden. Hier im Tageschart, ja, wieder erneut an den beiden Linien abgeprallt. Von der Seite aus sieht es eher danach aus, als würde es eben anlaufen und erst über diesem Signal dann
eine deutliche Aufwärtsbewegung. Das war's mit der Zusammenfassung. Danke fürs Zuhören und man sieht und hört sich dann wieder morgen.